Ja, guten Morgen und hallo an alle, die sich eingeschaltet haben zum zweiten Debattencamp der SPD. Wir grüßen euch herzlich und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir hoffen, ihr habt es euch gemütlich gemacht an eurem Küchentisch, auf der Couch oder auch im Bett. Stay home, haben sie gesagt. Und so machen wir das jetzt auch. Ihr habt hoffentlich genug zu essen und zu trinken bereitgestellt, weil hier ist ganz schön was los. Das Debattencamp, Tanja hat es gesagt, ist ein neues Format der SPD, das wir 2018 das erste Mal gewagt hatten. Und wir haben mutige Ideen umgesetzt. Wir haben keine Frontalbeschallung, sondern wir haben echte Debatte, echten Dialog. Damals waren 2000 Leute zu Gast und heute hoffe ich, dass wir diese Zahl auch erreichen können. Wir gehen jetzt in der zweiten Instanz digital, klar auch wegen Corona, aber eben auch, weil dann viele teilnehmen können, die sonst nicht dabei sein könnten. Ich muss einfach mal sagen, in Richtung Willy Brandt-Haus, wo wir beide jetzt heute stehen, es ist der Wahnsinn, wie viele tolle Ideen, wie viel Energie in den letzten Wochen da reingesteckt wurde, auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich will euch schon mal zu Beginn ganz, ganz herzlich Danke sagen. Norbert und ich, wir machen jetzt diese Begrüßung und dann bieten wir Sessions zu unseren Herzensthemen an und das tun andere auch. Da sind so viele mehr und ich wette, euch fällt es genauso schwer wie uns zu entscheiden, wo man dabei sein möchte. Ist so viel parallel, aber ihr schafft es schon. Wir haben so viele großartige IdeengeberInnen zu Gast, teils vor Ort, teils zugeschaltet. Neben Olaf Schulz, neben Norbert und mir ist Lars Klingbeil dabei, natürlich Serpil Medjatli und Clara Geiwitz aus dem Präsidium der SPD, die MinisterInnen Svenja Schulze, Heiko Maas und Hubertus Heil sind dabei. Gesine Schwan und Mike Schubert aus dem Europäischen Parlament sind es. Katharina Barley und Udo Bullmann aus dem Bundestag kommen. Elvan Korkmaz-Emre, Jasmin Fahimi und Chancel Kisiltepe. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir. Und die Liste geht noch weiter. Es werden nämlich dabei sein Jessica Rosenthal, noch nicht Bundesvorsitzende der Jusos. Die Auszählung läuft noch, aber ich glaube, wir sind guten Mutes, dass wir ihr bald gratulieren können. Es werden dabei sein andere Jungsozialisten noch, Seppi Patzinger, Manon Luther. Wir freuen uns über Luisa Neubauer. Wir freuen uns über Sascha Lobo, Mo Asumang, Caroline Schwarz, Naika Furutan, Tobias Singelstein, Fabio Chiusi, Marcel Fratscher, Jens Südekum, Michael Vassiliadis, Klaus Müller und noch viele mehr. Und wir heißen noch einmal alle gemeinsam herzlich willkommen, sowohl die Mitglieder der SPD als auch die, die sich dafür interessieren, wie es weitergehen soll. Und das steht natürlich sehr stark unter dem Stern Corona. Wir werden morgen wieder eine Ministerpräsidentenkonferenz haben. Wir werden uns auseinandersetzen müssen mit steigenden Infektionszahlen. Und da stellt sich die Frage, wie ist das eigentlich? Diskutiert man dann über Zukunft? Wir sagen ja, auf jeden Fall. Denn genau jetzt geht es darum, dass wir uns fit machen müssen, mit der Krise und aus der Krise heraus den Weg in die Zukunft zu finden, die richtigen Themen anzusprechen. Und das macht man nicht, indem man hier in diesem Haus alleine für sich sitzt, sondern indem man in Kontakt tritt, indem man Gespräche führt. Wir haben schon eine ganze Reihe gemacht. Es sind schon einige von Tanja genannt worden. Eine Online-Programmwerkstatt. Wir hatten Zukunftsdialoge, Online-Konferenzen. Der Mitgliederbeirat tagt regelmäßig. Und wir hatten eine ganze Reihe auch von Online-Videoschalten mit den unterschiedlichen Ebenen der Partei. Ich glaube, das ist die beste Form, dazu zu kommen, dass wir ein Programm machen, das sich nicht an einer kalten Gliederung abarbeitet, sondern das die Lebenssituationen von Menschen in den Mittelpunkt stellt, das aufnimmt, dass Menschen gut und sicher leben wollen, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen wollen, dass wir niemanden zurücklassen wollen und dass wir auch Träume verwirklichen wollen und dafür die richtigen Voraussetzungen brauchen. Aber Freiheiten grenzen auch da oder haben ihre Grenzen da, wo sie zur Unfreiheit anderer werden. Auch darüber werden wir reden, müssen wir reden. Und alles ist nicht bloß ein Problem, das wir hier in Deutschland alleine zu lösen haben, sondern es betrifft ganz Europa, es betrifft die Welt. Das alles werden wir ansprechen. Und wie gesagt, entweder auf dem Sofa oder am Küchentisch, überall kann man mitmachen. Und wir wünschen viel Spaß dabei. Und wir hoffen uns, dass wir alle damit gemeinsam vorankommen. Danke, Norbert, danke, Saskia. Darf ich euch noch zwei kurze Fragen stellen, bevor ihr wieder geht? Und zwar würde mich interessieren, was euer persönliches Highlight heute ist. Also worauf freut ihr euch am meisten?
Also ich freue mich zum einen auf die Rede von Olaf Scholz. Da bin ich sehr gespannt, ehrlich gesagt. Und ich bin auch gespannt auf sozusagen den Abbinder, dann seinen Talk mit Michael J. Sandel. Das wird nochmal eine ganz spannende Sache. Dazwischen haben wir super spannende Sessions. Ich selbst mache eine zum Thema Digitalisierung, eine andere zum Thema Rassismus in unserer Gesellschaft. Wie gehen wir damit um? Und ich bin sehr, sehr gespannt auch darauf, was da an Impulsen kommt, auch von den Mitgliedern und von den Teilnehmenden. Das ist eine spannende Sache. Ja, wir sind ja immer viel im Gespräch. Das heißt also, es ist nicht so, dass ich jetzt auf Überraschungen warte von Olaf, sondern wir haben natürlich viel miteinander besprochen. Aber alleine jetzt einmal wirklich den Kanzlerkandidaten der Öffentlichkeit vorzustellen, vor allen Dingen auch ihn zu bitten, anzunehmen, was denn aus dem Netz kommt, zusammen mit dem, was ich selbst auch machen werde. Ich freue mich auf Luisa Neubauer, Marcel Fratscher, Sharon Burrow. Und wir wollen über Chancen für eine gerechtere Welt sprechen. Und ich glaube, das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn ich da nachher was mitnehme, freue ich mich drauf. Das waren gute inhaltliche Tipps. Vielleicht habt ihr auch noch einen Tipp für die Leute, die vor den Bildschirmen sitzen. Ihr habt ja bestimmt auch viele Online-Konferenzen und Meetings in den letzten Monaten durchgeführt. Was ist da so euer ultimativer Tipp, um den ganzen Tag vor dem Bildschirm durchzuhalten? Wie macht ihr das? Ich habe ja vorher schon gesagt, hoffentlich habt ihr euch genug zu essen und zu trinken bereitgestellt. Das ist ja auch wichtig. Aber es gibt neben den Sessions ja auch Meetups, die in geschlossenen, eben nicht gestreamten WebEx-Konferenzen in Räumen stattfinden. Und da gibt es als Angebot auch Yoga. Nehmt es auch wahr, so lange auf dem Sofa zu sitzen, ist nicht ganz das Richtige. Bringt euch in Bewegung zwischenrein, dann ist auch der Geist wieder frisch und so werden wir es auch halten. Also ich glaube, wenn man das Programm anguckt, dann besteht weniger die Chance, dass man gelangweilt rausgeht, als dass man nicht weiß, in was man reingeht, weil nämlich alles auch mit allem zusammenhängt, wie das immer so im Leben ist. Und das spiegelt sich in dem Programm richtig wider. Also Europa, Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, Soziales, genau das, was wir als SPD ja auch zusammenbringen wollen. Und deswegen kann ich nur sagen, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und auf die Qual muss ich jeden selbst hinweisen. Super. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wir sehen uns ja später nochmal. Danke, Tanja.